Die zweite Übung ist eine bekannte Übung aus dem Schachbrett. Die heißt Vier gewinnt. In der Übung geht es hauptsächlich darum, dass die Spieler sehr schnelle Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen müssen richtig sein, diese Entscheidungen müssen aufeinander aufbauen, weil das Ziel ist, vier Leibchen in einer Reihe diagonal oder vertikal zu setzen und das unter dem Druck, dass der Gegenüber auch versucht, seine vier zu setzen. So muss ich selber meine Lösung finden oder, wenn es Not am Mann ist, auch den anderen verhindern. Verhindern, das ist unser Ziel und das ist auch ein Spiel, das die Mannschaft immer sehr gerne macht, weil der Spaß und die Forderung da sehr gut im Einklang stehen. Okay, vier gewinnt. Ja. Ihr habt ein Leiberl in der Hand. Nacheinander. Sprintet hin. Sucht euch eins aus. Zack. Zurück. Abklatschen. Der nächste kommt, legt das nächste Leiberl hin, bis alle vier dort liegen. Danach könnt ihr noch verändern. Ziel ist, vier gleichfarbige Leibchen in einer Linie, diagonal oder auch schräg zu setzen und zu verhindern, dass die andere Mannschaft vier hintereinander legen kann. Okay? Alles klar? Hinlegen, zurück, abklatschen, der nächste kommt. Auf geht's! Ja! Jawohl, grün! 1-0 für Weiß. Hier geht's um ein Eis. Eis ist die Währung in der U12. Wir machen, wer als erstes 5 hat. Das ist so, das kann man sich so timen, wie je nachdem, was man für Belastung haben will, wie groß die Gruppe ist. Auf geht's! Komm, Timon! Jawohl, jawohl, jawohl! Julian, sehr schön mitgedacht. Oh. 1, 2, 3, 4. Jeder kämpft für den anderen. Erfolgserlebnisse. Alles in die Waagschale. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind dein Team. 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 Zusammen reicht man mehr. Wir sind dein Team. Nutz es.